meter length. The weight is just 21 kilograms. It's made from wood and from composite. It's a Gärtner und der bringt hier eine F16 an den Start. Ja, Josef, heißt das RXI? Ist das irgendwie eine ganz neue Turbine? Also das ist wie beim BMW wahrscheinlich. Ja, genau, das ist die neue Version mit dem sogenannten Starter Generator. Das heißt, da ist ein Generator an der Turbine mit dran, der dann unsere Fernsteuerung auch noch mit versorgt. Stromversorgung. Du kannst den Turbinen und Fernsteuerung wieder aufladen. Ja, kannst du speziell jetzt die Maschine, die der Heiko vorfliegt, die ist auf beiden Seiten unterschiedlich lackiert. Das ist das Original ist aus dem Jahr 2009, eine holländische Maschine in dem sogenannten Tiger Paint. Da hat man einfach auf die beiden Seiten des Seitenleitwerks unterschiedliche Airbrush-Gemälde lackiert. Das sind wahre Kunstwerke und das kann man eigentlich leider jetzt in der Luft gerade zu sehen. Heiko, mach mal einen schönen langsamen Überflug und zeig mal dein Seitenleitwerk. Wie gesagt, das ist ein absolutes Kunstwerk. Sehr, sehr schön. Die andere Seite ist nochmal, Heiko, vielleicht kannst du nochmal von der anderen Seite vorbeifliegen. Da sieht man dann, dass es komplett anders lackiert ist, auch mit Airbrush. Josef, das sind wahre Kunstwerke, die du da drauf kriegst. Nochmal von den Herren, du sagst euch, sag mal Heiko, kannst du nicht mal kurz anhalten, damit ich alles besser sehen kann. Ja, Heiko, geh mal auf ganz langsam, das war so eine Zeitlupe. Nee, mach bloß kein Blödsinn mit dem tollen Flieger. Aber der Heiko kommt jetzt nochmal ganz langsam von links nach rechts. Und jetzt sehen wir, das Leitwerk ist hier komplett anders lackiert. Das sieht also absolut klasse aus. Sehr, sehr vorbildgetreu. Und ja, zu der Frage von mir an dich. Kann ich mit dem Modell im Prinzip wunschlos glücklich werden? Ja, definitiv. Haufen Details und es ist für die Wettbewerbsfliegerei gebaut, also wenn einer Ambitionen hat und die F16 mag, dann hat er hier ein richtig klasse Wettbewerbsmodell. Mal schauen, mit welcher Platzierung der Heiko nächstes Jahr von der Deutschen Meisterschaft zurückkommt. Ja, Deutsche Meisterschaft und die nächste WM, die haben wir ja erst im übernächsten Jahr. Nee, Quatsch. Nächstes Jahr, stimmt. Weil wir sind ja schon in 2016. Ja, und das ist dann in Finnland, soweit ich weiß, oder Norwegen. Irgendwo eines der skandinavischen Länder. Aber weißt du was? Wir haben hier so viele Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft rumlaufen. Das sind die Jetpiloten, die also mit den schwarzen T-Shirts, mit der goldroten Schrift rumlaufen. Einfach mal rangehen und prallen. Man kann mal nach einem Autogramm fragen und man kann natürlich auch mal fragen, hör mal, wie geht's weiter? Wann habt ihr den nächsten Wettbewerb in Deutschland, wo wir euch zuschauen können? Wann haben wir die nächste WM? Es wird mit Sicherheit auch wieder Sponsoring gesucht, denn es ist ja nicht gerade günstig da, durch die Weltgeschichte zu reisen und an den Wettbewerben teilzunehmen und natürlich dabei auch unsere Landesfarben zu vertreten. Also keine Scheu, die Mitglieder der deutschen Mannschaft sind also gerne bereit, Fragen zu beantworten. Und die Jungs erkennt ihr an den schwarzen T-Shirts, so wie die beiden, die hier draußen stehen. Schwarze T-Shirts mit Gold und roter Schrift. Also die sind sozusagen sprichwörtlich zum Anfassen. Das sind, ja, Leute wie du und ich, ganz genau. Und keine Scheu, die kann man ansprechen und die geben uns auch bereitwillig. So, jetzt kommt der Heiko aber in den Endanflug. Sehr schön zu sehen, die sogenannte Speedbrake. Die Luftbremse ist ausgefahren und wie den Heiko kennt, wird es vor seinen Füßen wunderweich aufsetzen. Wow, wow, absolut klasse gemacht. Dicker Beifall für den Heiko Gärtner. Wir werden euch später nochmal sehen. Heiko, dein Sohn wird nachher nochmal fliegen mit dem Eurofighter. Heiko nickt. Herzlichen Dank nochmal, das war richtig klasse. Und wie gesagt, beschwer dich nicht, wenn eine Menge Leute auf dich zukommen, Unterschriften und Auskünfte wollen. Das ist Teil deines Jobs. Ja, Josef, irgendwie wird es jetzt wieder sehr segelhaltig. Und wir haben hier die RC Flight Academy außen stehen. We now have
a lot of gliders, and I just got the message, I don't have any idea what's going on. Just